Hallo, willkommen bei Ginseng. Und zwar geht es heute um die Haare. Wir wollen darüber reden, was für Pflege es gibt, verschiedene Pflegeprodukte, wie oft soll ich das benutzen, ist eine Reparatur meiner Haare überhaupt möglich und der Unterschied zwischen Drogerieprodukte, also Drugstore-Produkte, sowie Produkte vom Friseur, also vom Fachhandel. Bevor wir anfangen, das sind halt nur Grundlagen von mir als Hair Make-up-Artist. Du solltest wissen, dass jedes Haar einfach anders ist. Das hast du vielleicht schon gemerkt, wenn du Produkte, wo deine Freundin oder dein Freund drauf schwört für deren Haare und du hast es mal benutzt, das war für dich einfach nur schrecklich. Bei denen ist es einfach super und für dich sind deine Haare dann einfach viel zu weich oder viel zu schwer und es funktioniert einfach nicht. Das kommt darauf einfach, weil ihr nicht dieselben Haare habt. Bei manchen geht es, wenn ihr dieselben Haartypen habt und dann wird es funktionieren, aber man sollte immer speziell auf sich selber, also auf die Haare, die man selber hat, die spezielle Pflegelinie bzw. Shampoo-Linie benutzen. Eine Pflege fängt schon beim Shampoonieren an. Also es ist nicht so, man muss nicht nur die richtigen Pflegeprodukte benutzen, sondern halt auch richtig shampoonieren. Richtig shampoonieren heißt einfach, man macht das Shampoo eigentlich nur auf den Ansatz und beim Ausspülen gelangen die Tenside, also die waschaktive Substanzen, die im Shampoo drin sind, die dein Haar sauber machen, an die Längen und die Spitzen. Du musst nicht komplett das ganze Haar shampoonieren. So, und welches Shampoo ist denn richtig für mich? Beziehungsweise welche Spülung oder welche Kur oder welcher Conditioner? Ganz kurz, Spülung und Conditioner ist dasselbe. Das wird halt nach der Kur benutzt, beziehungsweise nach dem Shampoonieren benutzt. Am besten, wenn du das Haar nach dem Waschen ein bisschen ausfringst, ein bisschen trocken machst. Das Conditioner musst du dann halt genau wie die Kur an den Längen und Spitzen eingeben. Und dann ein bisschen durchkämmen und dann ausspülen. Was ist nur Kur, Conditioner und Shampoo? Die Reihenfolge ist Shampoonieren, danach kannst du die Kur machen und dann würde ich nochmal die Conditioner drauf machen, ohne die Kur abzuspülen. Oder du shampoonierst einfach ganz normal, spülst alles aus und dann machst du den Conditioner in die Längen und Spitzen. Die Kur machst du auch in den Längen und Spitzen. Warum macht man das in den Längen und Spitzen? Das ist ganz einfach und wenn man darüber nachdenkt, macht es halt schon Sinn. Also Längen und Spitzen ist das Haar einfach viel älter als das Haar, was hier rauswächst. Also es ist genau wie eine Blume. Also eine Blume ist ein Ansatz, wenn das in eine Blume rauswächst, ist es viel neuer und je älter die Blume wird, beziehungsweise je größer die Blume wird, desto älter ist dann das untere zusammen, beziehungsweise die Blume das obere. So jetzt als Metapher, sag ich mal. Genau. Jetzt kommen wir zur Reparatur. Viele fragen mich, weil sie hochblondierte Haare haben, ob dieses Reparatur-Aufbaukur überhaupt funktioniert, ob es gut ist. Vorerst muss ich sagen, Reparatur ist nicht möglich. Du kannst deine Haare nicht reparieren. Dein Haar, das aus deiner Haarwurzel rauswächst, ist eine tote Keratinmasse. Das heißt, das Haar ist tot. Du empfindest keinen Schmerz, wenn ich deine Haare schneiden würde, beziehungsweise deine Friseur schneiden würde. Du hast nur Nerven halt an der Haarwurzel. Das heißt, wenn man Haar zieht, dann spürst du es. Wenn man die Haare aber abschneidet, spürst du es eher nicht. Deshalb ist eine Reparatur nicht möglich. Ganz einfach zu erklären wäre das mit einer Metapher. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Blechschaden im Auto hast oder am Fahrrad, ich würde dann einfach nur ein Blech kaufen, es dann drauflegen auf das Loch, wo es den Schaden hat und sagen, es ist dann repariert. Geht das? Nein, geht nicht. Und dasselbe ist bei den Haaren. Also, das sollte man wissen. Dann heißt das also, eine Reparatur ist nicht möglich und eine Kur und Pflege ist total sinnlos? Nee, heißt es nicht. Eine Kur und Pflege ist immer sinnvoll für deine Haare. Wenn du länges hast, sowieso. Weil du kannst deine Haare damit geschmeidiger machen, du kannst sie kräftiger machen, aber du kannst sie auch weicher machen, je nachdem, was du möchtest. Also, es ist jetzt nicht einfach, dass Spülung immer die Haare weicher macht. Es gibt auch Spülung, die Haare stärker macht. Jetzt kommen wir zu den Produktlinien. Es gibt so viele Produktlinien, wenn du jetzt in der Drogerie reingehst und beim Friseur. Friseur hat ja meistens auch immer einen Schrank oder ein Regal voller Produkte irgendwie. Soll ich dann zum speziellen Produkt gehen, wie jetzt Redken oder soll ich Schwarzkopf benutzen, soll ich Lind benutzen, soll ich Wella benutzen? Was für Unterschiede sind von den Produkten da? Oder soll ich doch lieber TG benutzen, weil meine Freundin TG benutzt und es so duftig riecht? Nun ja, meine Empfehlung ist immer, du benutzt einfach Friseurprodukte. Und es ist dann egal, ob du jetzt von der Marke oder von der anderen Marke es benutzt. Du musst nur das Produkt benutzen, was für deine Haare am optimalsten ist. Das heißt,
Die Marke ist egal, es sollte aber es sollte zum Beispiel für feine Haare gehen. Es gibt bei jeder Marke eine Linie für feine Haare und die sind sich alle sehr ähnlich. Deshalb benutzt du, wenn du feine Haare hast, Sachen für feine Haare. Und du solltest nur darauf achten. Du kannst ein bisschen wechseln, ob du eher von der Marke oder von der anderen Marke es benutzt. Manche Marken haben ein Image von Pflege, andere Marken ein Image mit Geruch. Oder haben ein Image mit Bio bzw. mit Naturprodukten. Und da musst du dich entscheiden, wo du hingehen möchtest. Genau, und jetzt wollen wir noch darüber reden, wie oft muss ich den Conditioner benutzen bzw. die Kur benutzen. Optimal, sage ich mal, jetzt so eine Grundbasis wäre, dass du einmal in der Woche die Kur benutzt und den Conditioner halt jedes Mal. Wenn Conditioner jedes Mal viel zu viel für dich ist, dann würde ich bei jeder zweiten Haarwäsche benutzen, bei jeder dritten, je nachdem. Also kannst variieren, austesten, je nachdem, was dein Haar das am optimalsten für dich dann ist. Okay, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz darüber reden zwischen Drogerieprodukten und jetzt Produkten beim Friseur. Wieso sind die preislichen Unterschiede so groß? Ich kriege 1,99 Head & Shoulders und beim Friseur muss ich da 20 Euro zahlen. Also so ungefähr, sage ich mal. Der Unterschied ist einfach, dass die Produkte beim Friseur Konzentrate sind. Das ist vergleichbar wie mit dem Make-up. Das Make-up zum Beispiel bei MAC oder bei anderen, sage ich mal, etwas teureren, ist viel ergiebiger, weil es Konzentrate sind, als jetzt zum Beispiel jetzt bei einer Drogerie. Aber lässt sich dadurch der hohe Preisunterschied erklären? Nun ja, beim Friseur bezahlst du eigentlich für die Beratung auch mit. Meine Empfehlung wäre, wenn du nicht immer beim Friseur das kaufen möchtest, dich aber dort berätst oder einmal beim Friseur gekauft hast, kannst du im Internet nachgucken oder ob du irgendwo anders das gleiche Produkt vielleicht ein bisschen günstiger bekommst. Falls, wenn du weniger Geld hast. Was zu den Drogerieprodukten ist einfach, der Preis ist viel billiger, weil du viel mehr benutzen musst. Preis-Leistungs gesehen ist es eigentlich gleich. Bei dem Shampoo, was du täglich benutzt, beim Friseur, bei der Haarlänge, sage ich mal, hält bei mir etwa 1,5 bis 2 Monate. Ein ganz normales Shampoo, 100 Milliliter vom Friseur. Jetzt, wenn ich jetzt vom Drogerie das kaufen müsste, dann müsste ich etwa 5 bis 6 Shampoos kaufen. Also vom Preis-Leistung wäre es ungefähr dasselbe, sage ich mal. So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, einige Fragen zu beantworten. Falls mir noch irgendwelche Fragen offen sind, könnt ihr sie gerne fragen. Oder vielleicht mache ich noch ein anderes Video später noch dazu. Also, ich bin raus und ich muss jetzt auch los. Ciao!